Zu Tausenden gehen die Menschen in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße. Die allermeisten demonstrieren friedlich. Anfangs gab es zum Teil jedoch auch Ausschreitungen und Plünderungen. Nach einem Kommentar zu den Protesten in der New York Times ist nun der Meinungschef der Zeitung James Bennett zurückgetreten. Der konservative Senator Tom Cotton hatte in seinem Kommentar einen Militäreinsatz gegen Ausschreitungen bei den Antirassismus-Protesten gefordert. Rund 800 Beschäftigte der New York Times unterzeichneten eine Petition, in der sie gegen die Veröffentlichung von Cottons Beitrag protestierten. Bennett verteidigte seine Entscheidung zunächst damit, dass es die Linie der Zeitung sei, auf ihren Meinungsseiten weltanschauliche Vielfalt wiederzuspiegeln. Er gab aber auch zu, dass er den Kommentar des Republikaners vor der Veröffentlichung nicht gelesen habe.